Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du versuchst den Händler zu beklauen, Jasmin. Bist du dir sicher? Es sieht aber irgendwie ganz so aus, als würdest du versuchen, den Händler zu beklauen. Nee, nee. Guckst du nur, was Jenny hier so hat? Mhm. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. Oder 7 Days, an denen Jasmin klaut. Oh Mann, hat mir erschrocken, ey. Nee, Jasmin, das macht man nicht. Die Jenny ist eine ganz Liebe, ja? Du kannst sie nicht einfach die Sachen klauen. Aha. Ach, ich auch nicht. Was? Hätte ich doch nicht gemacht. Jenny ist so eine Liebe, ja? Und die wird sie beklauen. White River. Oh, hier weit doch mal schon. Meinst du? Ich würde es schaffen, darüber zu springen. Wo denn? Na, ja, alles gut. Ich würde es nicht machen. Ich komme ja nicht mal darüber. Ich bin so fett. Die Erdanziehungskraft ist schneller als ich. Jo, wollen wir weiter düsen? Ich habe eine Mission zu erfüllen. Na ja, auch. Ich bin eine überladen. Hast du Eisen? Ja. Hier. Was hast denn du noch? Ich habe Gemüseeintopf. Beton. Warte mal, ich habe Pflastersteine. Nee, kleine Steine, also Stein. Mais, Samen. Ja. Ach so! Ja, ich kann auch beides nehmen. Holz. Ja, habe ich. Okay, also diesmal treffe ich das. Ja, gut. Ja. Dose. Fleisch? Ja, ich habe ja Dings geschlachtet. Schrotflintenmunition? Nüpp. Warte, das ist Müll. Federn? Hab ich. Willst du die nehmen oder soll ich die nehmen? Ich geb dir die. So ein bisschen Platz. Kohle? Ja, hab ich auch. Lehm. Hab ich, willst du haben? Ja, ist mega, kannst du auch mir geben. Ja. Blei. Ja, hab ich. Nitrat. Hab ich. Angelblei. Mm-mm. Leder. Ja, hab ich. Und Kleber. Ich gebe dir Leder. Ja. Und Kleber habe ich nicht. Jetons. Ja, habe ich. Willst du haben oder soll ich nehmen? Nimm du mal hier. Mich auch ein bisschen Platz ab hier. Ja. So. Gut. Ja. Ich würde sagen, dann haben wir's. Jo. Was warten wir? Ja, ich pack noch Sachen ins Auto. Ja, ich habe mir gerade so gedacht, so eigentlich. Könnte ich ja auch machen, ne? Ja. Kann ich gerade nicht. Wenn wir das Auto eh schon da haben. Ja, komm hier, alle drei da. Wer weiß, was wir jetzt noch finden. Beim Schluten. So, bitteschön. It's your turn. Kannst du immer noch nicht? Ach so, weil ich das eingesteckt hatte. Jetzt? Mhm. Hä, wieso?
Ich habe allerdings keine Nahrung mehr bei. Ich hoffe, wir finden was. Zeit für ein Tässchen Tee. Bauchweh. Bauchweh? Mhm. Ich weiß, was dagegen hilft. Haushalt. Haushalt. Das ist ein altes Haushaltsmittel. Mhm. Gegen Bauchweh. Ich bin auch doof. Habe ich die Geschossspitzen und die Hülsen mitgenommen? Oh. Naja. Naja, ich habe ja auch die Schrotflinten. Ja, kommt die da einer? Nö. Nee. Ich habe die Schrotflintenmunition ja auch mitgenommen, weil ich die eigentlich bei den Geschütztürmen reinschmeißen wollte. Also ich muss 400 nach links, 300. Ja, ich habe hier vorne gleich. Hier die Hütte. Oh nee, nicht in diesem scheiß Kampfgebiet, ey. Ja, hier kann es wild werden, ne? Ich will aber vorher noch das Auto abbauen. Da hinten ist doch schon einer. So. Aber das ist nur ein Verbrannter. Hä? Wie du ihn mit deiner brennenden Baseballkeule eins überbringst, ey. Wollen wir das Haus doppelt looten oder wollen wir die Quest machen direkt? Nee, los jetzt. Warte, ich muss erstmal was essen. Ja, warte, ich muss noch mein Auge reiben. Ich weine nämlich gerade, weil ich eine Pussy bin. Oh, sorry. Mahlzeit. Dankeschön. Das war schon männlich, Jasmin. Das muss ich dir lassen. So, dann werde ich den Spielplatz mal aktivieren. Oh, eine Schaukel. Whee. So, Spielplatz ist activated. Hier gibt's, glaube ich, Hunde. Hier ist auch noch Zement, wenn du willst. Nee, will ich nicht. Gut, dann nehme ich den mit. Und einen Pinsel, den können wir verkaufen. Da haben wir mehr als hier noch. Das ist geil. Oh. Naja. Au! Kommst du klar ohne mich oder muss ich dir helfen? Ah, das war ein Kükenspiel mit dem Geier. Wo sind denn hier die? Sind die draußen oder was? Ich bin nicht von der Sorte. Nein. Ist denn jetzt? Oh Gott. Da. Ich wollte noch schnell das Auto abbauen, bevor wir reingehen. Und dann ist mein Schraubenschlüssel wahrscheinlich sowieso defekt. Und du hast kein Reparaturkit dabei? Oh, dieses. Doch, habe ich gesagt. Oh, habe ich nicht gehört. Kann ich eins haben? Ich kann nicht weiter abbauen. Ja, habe ich den geschmissen. Oh, sehr gnädig. Dankeschön, junge Frau. Dankeschön. Okay, jetzt können wir reingehen.
Du musst ja vorgehen, ist ja deine Quest. Hat die Tür bei dir eben auch so gesponnen? Inwiefern? Komm doch. Oh, nicht er schon wieder, Alter. Genau. Ich krieg auch einen Semmel. Oh Gott. Jasmin, hinter dir. Ja, oh, jetzt muss ich laden, oder was? Mai, oh Mai, das war aber spannend. Munition. Geil. Cool. Das hätte jetzt aber eben nach hinten losgehen können, ne? Na, ich bin ja da. Jojo, jojo. Ich habe mir auch gar keine Sorgen gemacht. Yippie! Schreit da wie so ein Mädchen rum, ey. Was? Das war absolut maskulin. Du bringst dann auch voll... Du machst dann richtig kirre. Jedermann kreischt so unter enormen Druck. Wir hätten mal vorher die Heizkörper hier abbauen sollen. Aha. Dann hätten wir die nochmal abbauen können, wegen Messing. Das ist denn hier ein geheimer Gang? Ich weiß jetzt nicht, von wo der kommt. Ach, bei dir oder was? Was? Nö, hier ist keiner. Hier ist alles still. Hier ist auch noch eine verschlossene Tür. Hier ist ein komischer Gang. Ja, alle Türen verschlossen hier. Ja, ich mach auf. Wo bist du denn? Auf der anderen Seite der Tür. Ja. Da ist noch ein Geheimgang hier links. Geht das hier nicht nur nach draußen? Warte, hier ist ein Schlüssel, oder? Hab ich den jetzt genommen oder du? Ich, ja, geht nur nach draußen. So, ey. Dann haben wir hier nochmal einen Heizkörper stibitzen. Ja, echt komisches Haus hier irgendwie. Weg von meiner Karre! So, da kennen wir ja keinen Spaß, ne? Hast du die Quest denn schon erledigt? Nö. Drin bleiben ja, aber säubere das Gebiet nein. Brauchst du Hilfe? Noch nicht, ne. Okay. Ach, das bist du. Ey! Was ist halt du? Guck doch hin, wo du hinschießt. Du killst mich. Warte. Guck mal bei dir auf der Brust. Da kannst du ja gar nicht. Oh, geil, du hast einen Laserpointer. Ja. Geil. Ja. Willst du noch ein Zweiervisier haben? Den sehe ich nix, ey. Ich hab sonst noch ein Zweiervisier in der Tasche. So. Das hätten wir abgebaut. Ja, hier haben wir noch ein Badezimmer, Heizkörper. Das Gebiet ist auch immer noch nicht sauber. Dann kommen hier noch welche. Was war das? Ich. Ah, weißt du, wen ich gar nicht mitgenommen habe? Peter! Ja. Der Arme, der sitzt ganz alleine zu Hause. Der hat bestimmt Angst. Todesangst. Der winselt bestimmt jetzt an der Haustür. Oder um. Und warte darauf, dass Papa wiederkommt. Sonst warst du hier schon drinne. Stimmt oben her. Oben?
Aber wo? Ich sehe den mal so spät. Ich höre ihn. Ja, der ist hier hinter der Wand. MC Hinkel, wa? War das jetzt, bist du jetzt fertig mit deinem Gesäuber? Ja, das war der letzte. Sehr spannend gewesen. Kann man nichts sagen. Aber weißt du, was mir hier so ein bisschen fehlt? Hm? Der Hauptblut. Gibt es hier keinen Hauptblut? Weiß ich nicht. Nö. Das sieht nicht so aus, Jasmin. Es sieht einfach nicht so aus. Was denn hier für eine... So. So, dann wollen wir doch einmal gucken, was können wir denn hier, so. Wir müssen gleich mal nach Hause fahren. Wieso? Das ist schon 7 Uhr. Willst du deine Quest nicht vorher noch machen? Nein, kann ich ja eh nicht abgeben. Dann würde ich gerne noch einmal zu der Perle gehen, meine Quest abgeben. Komm ich nie wieder runter? Nee. Hä? Wo bist du denn? Draußen am Auto. Ja, ich auch. Möchtest du deine Quest wirklich nicht noch anfangen? Nein. Möchte ich nicht. Schade. Ich akzeptiere meine Entscheidung. Nö. Du fährst mit mir mit, du wirst so lange dein Leben riskieren, bis ich fertig bin. Nö. So, bis gleich, Jasmin. Ich komme gleich wieder. Mhm. So, warte. Mhm. Einmal gucken hier wegen Verscherbeln. Haben wir da was? Das? Nö. Oh, geil. Würdest du wahrscheinlich nicht nehmen, aber warum nicht? Das. Ich glaube, das war's schon. Naja, immerhin, ne? Here's your Hello, Traveler. What's ailing you? So, ich würde das hier gerne einmal verkaufen, aber das willst du ja gar nicht haben, wa? Willst du das haben? Oh, geil. Möchtest du eine Stufe 3? Oh, geil. Möchtest du ein paar Sa... Oh. Oh. Ja, egal. Well, you just now that you have some money to spend, we're running a 10% off Aufgaben? Sale for the rest of the day. If you do this for me, I fantastic. Ja, ich nehme das mal mit, ne? Gerne doch, Jenny. Bis dann, Jenny. Tschüss. Okay, ich bin fertig. Ja, ich gehe hier gerade den Müll und die Nester absuchen. Ja, dann mache ich so lange nochmal schnell eine Quest, wa? Wo bist du denn jetzt? Was denn? Ich komme gleich wieder. Warum? Weil bei mir oben... das ist schwer zu erklären.
Here's your pay for a job well done. Ja, wie auch immer. Ich brauche einmal was zu essen. Hast du was dabei? Was Geiles? Schaut nicht so aus. Ja gut, hast du, kann ich mir aber nicht leisten. Komm, dann gib mir einmal das hier. Thanks for letting me take care of you. So, ja, hier, and warte, 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 wir haben amazing. Hier noch was. I hope you like your reward. Also, ich kann keine Quest mehr mitnehmen. Ja. Die macht ja jetzt wahrscheinlich auch gleich zu. Trotzdem danke, Jenny. Nee, deswegen nicht. Ich kann keine Quest mitnehmen, weil irgendwie bei mir steht oben rechts immer noch säubere das Gebiet. Dann steht hast du die noch nicht erledigt. Doch, doch. Darunter steht zurück zum Händler abgeschlossen und rede mit dem Händler abgehakt. Ja. Aber hast keine Belohnung gekriegt, oder was? Doch. Ja, und was wird's jetzt? Ich kann keine neue Mission machen. Ja, so. Na, hups. Hä? Ja, dann muss ich mal gucken. Vielleicht Schatzkarte machen. Oder ich darf für Trader Joe wieder arbeiten. Ich hätte viel lieber für Jenny gearbeitet. Wolltest du das Kanicke mitnehmen? Guck mal. Das ist viel geiler als so ein Benchstern. Das ist eine Luxuskarre hier. Oh. Schade. Das ist weg. Ja. Ich glaube, wir müssen hier links. Ja. Hast du einmal so ein richtig geiles Emblem vorne drauf, ne? Ist auch schon wieder weg. Hier ist auch eine schöne Ecke mit dem Teich, so hier am Teich, am See. Tümpel. Autos. Ja, ich finde auch, die stehen hier absolut im Weg, ne? Die sollten wir, bevor hier noch irgendwie ein Unfall passiert. Mein Auto kommt schon mal vor zu dir, ne? Bin ich ja Gentleman, dann hast du es nicht so weit. Was hast du? Ach, da unten. Den hat gesucht. Was, das Auto? Ach so. Ups. So, dann wollen wir mal ja, einmal hier mechanische Tätigkeiten tätigen, ne? Der Auto reparieren. Oh, hier liegt ein Rucksack. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Naja, dann nehmen wir das mal mit. Ich bin überladen. Aha. Ich bin voll. Das freut mich für dich. Du solltest eine Therapie machen. Warte mal kurz. Ja. Ich will mal einmal was ins Auto packen. Ja, bleib locker. Den Zweitakter. Jo, woll aber. Ja, wie nimmst du hier die andere Karre noch von der Straße da? Ja, erstmal nehme ich den Rucksack. Ja, dein besoffener Cousin ist wieder betrunken gefahren. Du weißt schon, die alte Schnapsbossel da. Das ist ein Kloppi, ey. Hat er hier gleich zwei Autos kaputt gemacht und angezündet. Der Kriminelle. Ne?
Ja, die Stadt mich angerufen. Da müssen wir einmal abschleppen hier. Oh, da ist gar kein Müll mehr drin. Das ist ja toll gemacht, Jasmin. Wollen wir einmal kurz ins Haus gucken? Mm-mm. Wenn wir schon hier sind? Nö, ich möchte jetzt nach Hause. Ja, okay. Wenn ich wegen dir jetzt gleich drauf gehe. Ach, Jasmin, bitte. Nix. Ich will ja nur mal gucken. Ne? Ja, dann guck mal. Ich meine, hast du schon jemals erlebt, dass du sterben musstest wegen einer von meinen schlechten Entscheidungen? Ich bitte dich. Und deswegen fahre ich auch mit dem Fahrrad schon los. Was? Was bist du denn für... Was, wenn ich ein Problem habe? Das ist mir egal. Oh, Anti-Mate. Wie kann man so ich-bezogen sein? Weißt du, wo ist denn das Vieh jetzt hin? Hä? Lass mich hin. Ich bin hier nicht alleine. So. Ich auch nicht. Das ist dein Problem. Ich wollte gerade ein Reh töten, aber es war zu schnell. Ich wurde irgendwie ein bisschen gehört, glaube ich. Hm. Ist aber nicht so schön, ist nicht so schlimm. Scheint ein Idiot zu sein. Ist nicht so schön, wolltest du erst sagen. Ja, der kloppt draußen alles kaputt, also von daher ist alles in Ordnung. Oh nein! Meine Knüpperzange hier ist gleich wieder im Eimer. Hm. Verflixt! Nee. So nicht. So nicht, mein Freund, nee. So nicht, nee, das mache ich aber nicht mit, doch. Das sage ich dir gleich. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Ein paar Asteroide wären jetzt geil, ne? Ah, ich vergesse auch immer mitzunehmen. Ja, du solltest das wirklich sein lassen. Also du kriegst schon richtig Bartwuchs. Haha. Oh, jetzt ist hier noch ein Messinghalskörper und ich kann ihn nicht abbauen. Ich hätte ja einen Teammate haben können, der ihn abbauen kann, aber habe ich ja auch nicht. Dank dir gehe ich immer drauf. Und meine Zange ist kaputt. Oh, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich bin 100% voll. Vielleicht hier irgendwo noch ein Buch? Mal irgendwie sowas wie ein Erdbohrer, den ich schon mein halbes Leben suche. Mhm. Oh, ist schon 11:30, ey. Oh. Ja. Ich kann nicht mal mehr die Feder mitnehmen. Ja, dann ist egal. Dann komme ich jetzt auch nach Hause. Punkte nehme ich noch mit. Und in die Nudel. Was für ein humaner Tod. Ach, ich muss ja noch durch das ganze, durch die ganze Stadt vom Krankenhaus und so, ne? Hm.
Da bin ich jetzt ein bisschen schlecht ausgestattet, um zu sagen, ich gehe da irgendwo noch gucken. Muss mal Waffen mitnehmen, aber ich will immer so ungern Munition verbrauchen, weil wir die am Blutmond immer so arg in Gebrauch haben. Müssen wir halt immer welche machen. Munition ist teuer und zeitintensiv. Nee, eigentlich nicht. Psst. Jasmin, du kannst mich doch nicht in meinen Ausreden stören. Doch. Jasmin! Ich bin jetzt zu Hause. Da hast du aber eine Pedale getreten, wa? Ja, was ich bist du, weg. Louis Armstrong? Was haben wir denn hier alles? Hat keiner gesehen. Hallo! Ich hab gehupt. Ich hab auf mich aufmerksam gemacht. Wenn ihr nicht von der Straße geht, ist das nicht meine Schuld. Mir springen die Chicks auf die Motorhaube. Jasmin. Ah, ich hätte mal mit Dings mitnehmen sollen. Ja. Hier, schön. Wie heißt das? Dafür, dass halb 10 ist, ist es noch, echt hell, ne? Oh, herrlich, oder? Die Lichtbrechung in den Bäumen mit der Spiegelung im Wasser. Hier vorne in diesem komischen Laden, da waren wir schon lange nicht mehr drinnen, ne? Mhm. Da könnten auch wieder gute Sachen sein. Oh, jetzt kommt ja der spaßige Teil, wo wir alle voll drauf haben. Das Auto ausladen. Oh, schön. Autowagen. Das Autowagen ausladen. Hm. Mhm. Der Blasebalg ist auch noch im Auto, ne? Ja, ich hab das da reingepackt vorhin. Ja. Jo. Ja. Gehen wir mal einmal durch. So, deswegen geht er nicht rüber. Gleich oben links. So, da haben wir oben. Das müssen wir einschmelzen. Das sind andere Sachen. Da haben wir auch schon was von. Und. Mehr gibt's nicht. Jo, Messing wollten wir ja oben machen, ne? Hast du das ganze Messing schon wieder verballert aus den Schmelzöfen? Ganze? Ja. Nee. Boah. Nee? Ja. Nee? Ja. Mal. Hast du, Nitrat und Kohle schon oben, ne, wa? Kohle. Kohle habe ich schon weggepackt, ja. Wo denn? Überm Lagerfeuer die Kiste. Hab's. Da ist doch Nitrat noch drin gewesen auch. Hatte ich das nicht sortiert? So.
So, und... Jo, das gefällt mir doch schon besser. Können wir hier schon wieder was reinschmeißen? Oh, nee, das dauert eine Weile. Dann würde ich sagen, wir werfen hier noch mal ein bisschen was rein. Stein, Stein, Stein. Stein haben wir noch so viel. Eine Minute braucht der. Gucken wir da gleich nochmal hin. So. Gib mir was Schönes. Ich würde aber eigentlich gerne... Geht ja gerade gar nicht. Achso, den müssen wir reparieren. Das muss ich auch noch reparieren. So. Den gehen wir mal aussortieren, ne? Wollen wir hier alles einschmolzen? Hast du das Auto schon ausgeräumt? Nee, sind immer noch Sachen drin. Okay. Erze, Sand und Stein wollten wir hier mal einsortieren, ne? Was war das für ein klackendes Geräusch? Ich schwöre dir, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, Jasmin. Kann ich den eigentlich... Ah ja, das braucht er. Ja... Wir müssen auch mal Schrot finden, Munition herstellen. Mhm. Weil unsere Geschütztürme sind Alete. Was brauchen wir denn hier für Schrot? Lehm und Blei. Hier beides nicht so geil drin. Schmelze ich aber gerade oben ein. Und... Haben wir gut. Papier haben wir gut. Können wir ein bisschen was machen. So, was war hier noch? So, So, was habe ich denn jetzt noch in der Tasche? Oh, ihr habt schon wieder Hunger, Jasmin. Das passt schon, nicht? Dann können wir das alles noch umbuggen hier. Was haben wir denn da? Benzin. So. Das müssen wir noch reparieren.
Na gut. Das liegt nicht im Bereich des Möglichen, Jasmin. Mhm. Ja, dann müssen wir mal anfangen, dass wir die ganzen Helme und Co. reparieren und dann nach und nach, wenn die heile sind, dass wir die Sachen hier mal verkaufen ein bisschen. Zumindest alles, was schlechter ist als das, was wir haben. Ich habe gar nicht den Bauplan für den Blasebalg. Nee, aber du hast einen Blasebalg, ne? Ja, aber den muss ich erstmal bauen. Und was hast du gekauft? Ja, fortgeschrittener Blasebalg. Aber hier zeigt er mir an, dass ich den bauen muss. Ja, musst du den nicht in eine Schmiede nur reinschieben? Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht das Zeichen von einer Schmiede? Aber wie soll ich den da reinschieben? Oben rechts kannst du den hinschieben. Wie oben rechts? Da oben rein, meinst du? Ja. Nee, geht nicht. Darf ich den mal haben? Schmelzgeschwindigkeit der Schmiede 50%. So, hier haben wir auch schon Messbecher drinne. Und dann würde ich den. Okay, ist drinne. Danke. Bitteschön. Was wollte ich denn jetzt? Nö. Sortierst du schon wieder überall Taschenlampen ein? Nein. Ich habe keine einzige gehabt. Wir haben einfach nicht genug Kisten, ey. Nein, Patrick, du zerlegst das jetzt nicht, damit das passt. So. Schisspulver. Hast du auch gerade Musik? Mm-mm. Ganz leise? Nee, ich hab nur... Ich glaube, ich werde verrückt, Jasmin. Jetzt höre ich es nämlich auch nicht mehr. So, Auto haben wir schon leer. Das ging ja relativ schnell, ne? 13 Minuten! Friede, Spaß und Freude! Mhm. So. Oh, hier. Das ist gut. Das ist doch sexy. Ich weiß nicht, wohin mit dem Arm. Wie lange haben wir schon? 43. Mhm. Ich müsste, glaube ich, Schluss machen. Kopfschmerzen sind schlecht. Ja, alles gut. Ich wollte noch kurz die Sachen hier eigentlich wegräumen, aber ich weiß nicht genau, wohin. So. Haben wir noch die beiden über. Der wird das haben. Gut. Den Clownhammer brauche ich eigentlich nicht in der Tasche. Ich habe ja den Nagelschussapparat. Mein. Ja, geliehen, aber ich habe ihn zurzeit. Brauche ich den Clownhammer nicht? Ja, das andere, das schmeißen wir in eine Schmiede, wenn die Schmiede wieder Platz hat, ne? Oh, Platz! Ha, das ist ja praktisch. So, okay, das wird eine Weile dauern. Ja, alles klärchen, denn was das für heute von uns. Wir sehen uns definitiv morgen wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.